Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz. Das Spiel 1. FC Magdeburg gegen Union, zweite Mannschaft, ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Wir sehen an meinem fehlenden Lächeln, dass es nicht ganz so toll für uns war. Nichtsdestotrotz hören wir die Meinungen der Trainer und ich bitte den Herrn Jaspert von Union Berlin eine kurze Einschätzung zum Spiel zu geben. Vorab grüße ich natürlich alle Sponsoren und Unterstützer oben im Business Club, die uns zugeschaltet sind. Und auch die Gäste möchte ich begrüßen, die im Stadion noch uns zuhören. Schön, dass Sie heute uns so gut unterstützt haben. Herr Jaspert, jetzt zu Ihnen. Bitte schön, kurze Einschätzung. Ja, das ist so ein Sieg der glücklicheren Art, das ist ganz klar. Also wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dann muss ich sagen, wurde mir Angst und Bange. Also Magdeburg hat sehr, sehr stark begonnen, hat auch die besseren Torchancen gehabt. Wir konnten uns gar nicht groß lösen aus der Defensive. Sie waren in allen Belangen besser in der ersten Hälfte. Das Einzige, was ihnen gefehlt hat, war natürlich Tore zu schießen. Das ist alles entscheidend im Fußball. Was die zweite Halbzeit angeht, so ist manchmal der Fußball, so ging es uns letzte Woche bei Viktoria. Wir haben ebenfalls eine Hinausstellung gehabt und meine Mannschaft wurde automatisch schwächer und nicht besser. Und so ähnlich war das hier heute auch. Aus einer klaren Überlegenheit hat man vielleicht dann einfach im Glauben, dass es alles von alleine geht, vielleicht zwei Schritte zu wenig gemacht und meine einfach zwei Schritte mehr. Und da haben wir das glückliche Ende für uns gehabt heute. Aber ich sage auch, es ist immer eine Frage des Charakters, ob man sich aufgibt. Ja, beim Stand von 0:1 in Magdeburg ist normalerweise das Spiel verloren. Und heute, muss ich sagen, war es natürlich auch ein Sieg der Moral und auch der Gemeinschaft. Das passiert nicht immer. Heute war es eben ein glückliches Ende für uns. Und im Großen und Ganzen fahren wir schon etwas glücklich nach Hause. Ja, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, es wäre gerecht gewesen. Ja, danke schön, Herr Jaspert. Ach, kommen wir gleich zu Andreas Petersen. Schaut genauso aus wie ich. Tja, also das Spiel muss man erstmal verarbeiten. Also das Ergebnis, gar nicht das Spiel. Und der Kollege hat ja schon alles richtig gesagt. Wobei ich fand, wir haben 70 Minuten überragend gespielt. Denn auch die zweite Halbzeit haben wir ja gleich drei, vier ganz klare Situationen. Machen dann hochverdient das 1-0 und ich glaube, was meine Jungs heute hier gelaufen sind, dass die wirklich für Lust hatten, das Spiel zu gewinnen, welche Einstellung sie hatten, was wir hier beackert haben, was wir den Berlinern auf den Sack gegangen sind, auf Deutsch gesagt, den haben wir ja nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich glaube, Union hat noch nie so eine Mannschaft vorgefunden, die sich so unter Druck gesetzt hat, 70 Minuten lang und dann sind auch die Beine schwer, der Kopf schwer, du machst nicht das zweite Tor, bist ein Armenier und dann ist vielleicht im Hinterkopf bei dem einen oder anderen, okay, ich brauche jetzt nicht mehr ganz so viel laufen, weil wir sind ja jetzt einer mehr und das waren ja zwei riesen Böcke, die wir geschossen haben. Beim ersten kriegen wir keinen Zugriff, sind klar in Überzahl im Abwehrbereich und keiner traut sich so aggressiv hinzugehen. Beim zweiten war es ja ein riesen Klopf von René Lange, also das war ja nicht von Union super rausgespielt, sondern es war dämlich, es war Harakiri und das wurde bitter bestraft und die Qualität hat ja Union. Ich denke mal, es war Werbung für die Regionalliga, es war Werbung für Magdeburg. Das war ein attraktiver, überragender Fußball. Ich glaube, es war mit Abstand unser bestes Heimspiel sogar, muss man noch dazu sagen. Vom Ergebnis ärgerlich, ja, eine Katastrophe, aber jetzt müssen wir die Jungs wieder aufrichten. Und ich glaube, vom Ergebnis ist der eine oder andere enttäuscht, auch von Zuschauern, von Fans. Aber die Spielweise, die hat doch Lust auf mehr gemacht, die hat doch bewiesen, die Jungs sind zusammengewachsen, die spielen hier wirklich einen richtig guten Ball, die arbeiten auch dafür, die laufen dafür. Das Spiel hat Werbung betrieben, dazu haben beide Mannschaften beigetragen. Wir natürlich, ja, zwei Drittel und ein Drittel Union, aber im Fußball brauchst du das Quäntchen Glück. Das war uns nicht heute, beziehungsweise wir haben auch das ein oder andere ein bisschen liegen lassen. Mit Überheblichkeit fand ich schon in der ersten Halbzeit, anstatt die einfachen Dinge zum Abschluss zu bringen, wollten wir es noch kompliziert machen. Und ja, wenn du nicht den Sack zumachst, dann werden sich Mannschaften wie Union, die wirklich diese Qualität auch haben, das bestrafen. Das wurde bitter bestraft. Ich denke mal, Union wird trotzdem ein bisschen eine Kerze anzünden und wird nochmal das ein oder andere Gebet rauslassen. Aber es war ein tolles Spiel. Glückwunsch an meinen Kollegen, Glückwunsch an die junge Unioner Mannschaft, Glückwunsch aber auch an meine Mannschaft, muss ich auch dazu sagen. Es hat Spaß gemacht. Diese Ergebnisse gehören auch dazu. Das ist halt so, dass man dann vielleicht traurig vom Ergebnis ist. Aber ich bin stolz auf das, was die Jungs hier abgeliefert haben, muss man auch dazu sagen. Also ich sehe nicht nur das Ergebnis, sondern ich sehe ja die Art und Weise der Mannschaft in ihrer Weiterentwicklung, in ihrer Zielstrebigkeit.
Und das war ein klasse Fußball, war kein Langweiler mit dem falschen Resultat. Ich danke allen, hätten unseren Frauen heute gerne ja, ein richtig schönes Geschenk gemacht. Ist uns nicht gelungen, denn machen wir es halt auf andere Weise, Art und Weise. Ich wünsche allen trotzdem noch ja, einen schönen Nachmittag. Meinen Kollegen alles Gute, Union weiterhin alles Gute. Kommen Sie wieder, wir werden im nächsten Spiel, das ist schon das Derby, hier alles daran setzen, den nächsten Dreier einzufordern. Dankeschön. Ja, danke Andreas Petersen. Es gibt jetzt Fragen von der Presse, die so zahlreich vor uns sitzt. Können Sie dieses gerne tun? Ja, bitte. Ja, Herr Petersen, normalerweise hätte man eben auch Glückwunsch sagen können, denn das war eigentlich von Magdeburg ein tolles Spiel. Wie war denn Ihre emotionale Empfindungswelt gerade in der Phase der ersten Halbzeit, als Chancen en masse waren, total Chancen en masse waren? Bezogen dann auf die Halbzeitansprache, die vermutlich dann auch gekommen ist. Was haben Sie den Jungs dann wieder empfohlen in der Halbzeit? Ja, das was man macht, man war ja selber Stürmer. Wenn das Runde nicht ins Eck hier reingeht, und wir haben ja schon in der ersten Halbzeit einen riesen Aufwand betrieben, wenn man bedenkt, welchen Aufwand die Mannschaft ja betrieben hat in der ersten Halbzeit. Ist ja nicht so, Union hat ja kein Standfußball gespielt. Ja? So, Union hat alles versucht, uns weh zu tun, aber das ist ihnen wenig gelungen oder kaum gelungen, sagen wir mal so, wie es ist. Und ich hatte schon Bedenken, man hat doch ein Gefühl für seine Mannschaft, sagt, Mensch, was wir investiert haben und belohnen uns nicht, das waren ja wirklich 5, 6 Hochkaräter, dann bist du trotzdem optimistisch. Ich bin immer ein Optimist und damit es auch wichtig ist, wir haben wirklich Kraft über 90 Minuten. Jetzt müssen wir in die zweite Halbzeit rausgehen und versuchen von Anfang an weiter die gleiche Power mitzubringen, die gleiche. Denn Union, wusste man, wird nochmal auch von meinen Kollegen aufgerüttelt werden, wird sagen, Tob, die überpesen sich hier, vielleicht ergeben sich jetzt Möglichkeiten, aber wir haben ja gleich wieder nachgelegt. Das heißt, wir sind ja so, wie wir in die Halbzeit gegangen sind, rausgegangen, haben uns dann belohnt, war auch ein sehr schönes Tor, muss ich dazu sagen, von der Entstehung her. Aber wir haben einfach den Sack nicht zugemacht. Für mich ein klarer Elfmeter, ein Vitteritti, ein ganz klarer Elfmeter, das ist vielleicht das 2-0. Wo er den Vorteil laufen lässt, wir sind so dämlich und laufen in den Vorteil von René Lange, ja, weil das war ein klares Foul im 16er, am 16er Eck. Ja, da erwarte ich auch mal, in Anführungsstrichen, von unseren Spielern, ja, das gehört im Fußball auch dazu, der wird es ja nicht provozieren. Der hat ihn klar erwischt, hat ihn umgehauen, hebt die Hände und sagt, Mensch, der hat mich doch gefoult, aber unser anderer Spieler sagt, naja, vielleicht gehe ich weiter zur Grundlinie und der Ball wird dann zur Ecke geklärt und wenn er stehen bleibt, gibt es 100% den Pfiff zum vielleicht 2-0. Das haben wir gegen BRK versäumt damals und sind noch glücklich belohnt worden. Und jetzt war es eben so, wo wir sagen, so einen ja, klaren Elfmeter, da kann sich jeder die Szene nochmal angucken im Fernsehen. Da werden sie sagen, wie dämlich waren wir da auch und naiv, um nicht dort stehen zu bleiben und sagen, jetzt gibt es den Elfmeter-Fit. Ja, aber im Übereifer, in der Hoffnung, vielleicht machen wir daraus auch eine Tormöglichkeit. Haben wir halt weitergespielt und wurden dann damit bestraft. Aber wie gesagt, wir sind rausgegangen und wussten, wir müssen jetzt das Tor machen. Es ist uns dann gelungen. Aber dieses Tempo kann es über 90 Minuten nicht gehen, muss man auch dazu sagen. Also es ist ja hammerläuferische und kämpferische Vorstellung gewesen. Und weiterhin gegen eine überragende junge Union-Mannschaft. Also mein Kollege hat ja eine tolle Arbeit geleistet, aber macht ja Spaß. Ich glaube, es war wirklich mit Abstand das beste Regionalligaspiel vielleicht in diesem Jahr. Ja, also mein Kollege hat bestimmt viele Spiele schon gehabt, ob gegen Jena oder Neustrelitz, aber so wie heute, ich glaube, wie hier die Post abgegangen ist, das war schon ja, überragende Physis, überragende fußballerische Elemente dabei, war ja alles, was der Herz begehrt. Wenn das Spiel 8-2 ausgeht oder 6-2, muss sich ja keiner beschweren. Aber es war ein tolles Spiel und mit dem glücklichen Ende für Union und alles Gute, Glückwunsch und ich hoffe, wie gesagt, wir stehen wieder auf. In den Königreich der Co-Trainer liegt immer bei den Worten von Andreas Petersen. Ich glaube, so sehen es auch viele. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Ja? An beide Trainer mal die Frage, welche taktischen Überlegungen hatten Sie in dem Moment, als diese gelb-rote Karte kam und dann diese Überzahl-Unterzahl-Situation entstand? Union konnte noch dreimal wechseln, wir ja nur noch einmal. Der Gast fängt gleich an. Genau. Ich bin schon. Ja, ich hatte das passt heute. Ich habe relativ schnell reagieren müssen auf diese Situation, gibt mir aber auch selbst eine Teilschuld, dass ich die Situation nicht hätte längst vorher entschärfen müssen. Der Spieler war gelb vorbelastet.
viele gute Angriffe hat Magdeburg über unsere linke Seite ausgeführt und ich hätte das eigentlich schon reagieren müssen. Also hier gebe ich eine Teilschuld an dieser gelb-roten Karte. Um mich ehrlich zu sagen, dass wenn wir hier noch ein Tor schießen, dann haben wir einen guten Tag erwischt. Ja, dass es am Ende zwei wurden, lag daran, dass die Mannschaft sich plötzlich von sich aus, was immer hier unerklärlich ist, einfach befreit und wir anfingen, besseren Fußball zu spielen, genaueren Fußball zu spielen, auch im Passspiel besser zu sein und präziser zu sein. Und dann hatte man noch das nötige Glück, aber wir mussten natürlich notgedrungen umstellen. Und das Mittelfeld etwas verstärken. Andreas. Ja, für uns muss man dazu sagen. Also ich glaube, Zuschauer werden es genauso sehen, dass Siefkes hat ein richtig geiles Spiel gemacht, ein gutes Spiel gemacht. Das hat uns eigentlich getroffen, die Verletzung. Ja? Neben der gelb-roten Karte ist ja auch noch der Spieler verletzt worden. Das vergessen wir ja. Ja? Und dann könnten wir nicht mehr wir haben die Hoffnung, der Tino Schmuck ist auch ein guter, aber hatte gleich unglückliche Aktionen am Anfang. Und der Siefkes war ja sensationell drauf, denen ist ja fast alles gelungen, blind, praktisch mit Hamann auf der rechten Seite. Und dort haben wir es eigentlich richtig wehtun können, müssen wir dazu sagen, Union. Und das könnte man lange nicht mehr, die letzten 20 Minuten. Es ging einfach nicht mehr viel los dort. Bemühen war da, aber bemühen reicht nicht, wie in der Schule. Bemüht, ja, ist halt nicht überragend. Und wir hätten überragend weiter sein müssen, wie Siefkes gespielt hat. Konnten wir nicht mehr, aber ich mache dem Team jetzt keinen Vorwurf, weil die ganze Mannschaft ihren Anteil dran. Wir haben zu kompliziert gespielt auf einmal. Viel zu kompliziert gespielt, nicht mehr diese Einfachheit, nicht mehr diese Dynamik, nicht mehr Druck entwickelt, nicht mehr auf den zweiten Ball gegangen. Sondern so mehr als den Zufall überlassen, aber vielleicht waren die Jungs auch kaputt. Ja, mental und körperlich sind sie an ihre Grenzen gegangen. Ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen ja, die Jungs in Schutz nehmen, weil was die da beackert haben, was die da gelaufen sind, ist schon aller Jahren wert. Aber Fußball geht nicht über 70 Minuten, es geht über 92 Minuten, vielleicht die Nachspielzeit zu wenig. In meinen Augen, es waren mehrere Unterbrechungen, die zwei Minuten war eigentlich nichts. Ja, der Torwart schon alleine 40 Sekunden braucht, den Ball abzuschießen und alles sowas, aber da wollen wir jetzt nicht meckern. Wir haben verloren, Glückwunsch an Union. Wir stehen wieder auf und werden die Mannschaft wieder sowas von motivieren und begeistern, dass sie auch im nächsten Spiel dokumentiert. Magdeburger Fußball ist weiter blau-weiß, eine Herzensangelegenheit und die Jungs werden sich zerreißen. Schön zu hören. Gibt es noch weitere Fragen? Noch einmal. Herr Petersen, was bedeutet diese Niederlage jetzt für die Situation an der Tabellenspitze? Als jetzt was Schwedes morgen gewinnen sollte, sind es 10 Punkte Rückstand. Ich glaube, Neustrelitz wird gar nicht hinfahren. Überhaupt nicht mal. Die gehen ganz entspannt. Ja, die können auch eine Touristenfahrt hinmachen. Die schmunzeln alle, werden sich freuen. Und werden vielleicht mit ihrer B-Mannschaft spielen oder was auch immer. Also es ist alles angerichtet für Neustrelitz. Wir waren die Einzigen, wobei ich jene auch noch auf der Rechnung habe. Das sollte man nie verkennen. Die Spiele werden wir hin, ja. Die Niederlage tut schon weh, muss man ehrlicherweise sagen. Im Hinblick dessen, dass wir weiter die Jäger sein wollten, ist das erstmal vom Ergebnis her ein Rückschlag. Ist halt so. Ja. Und Herr Brudau, ich weiß nicht, war ja heute hier, würde ich seinen Eindruck drauf machen. Sie werden natürlich morgen brutal auf die drei Punkte aus sein und eine gewisse Vorentscheidung herbeiführen. Das wird so sein. Ja. Ich denke mal, die brennen. Ja. Weil wir haben eine Steilvorlage gegeben und. Wir denken schon, dass Neustrelitz da brutal morgen im Blauen so den Heimsack zumachen wird. Würde Sinn machen. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann möchte ich noch einen herzlichen Dank an die Zuschauer und Fans heute richten, die den 1. FC Magdeburg wirklich bis zum Schluss so super unterstützt haben. Und ganz herzlich noch den Damen heute, die auch jetzt noch alle zuhören, noch zum Frauentag gratulieren. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir haben Sie ganz so lieb und wir freuen uns, wenn Sie auch immer wieder zu uns kommen. Dankeschön und dann trotzdem noch schönes Wochenende. Tschüss. Ja.